deutsche Sprache. Ja? Ja. So, wie lange her bei mir? Ich bin vor 2 Jahren zu Ihnen gekommen. Ja. Und dann eine Therapiefolge von circa 10 Mal. Ja. Weil ich da 2 schwere Operationen hatte. Ja. Und ich habe Arthrose im Sprunggelenk. Ja. 4. Grades. Ja. Das bedeutet gar kein Knorpel. Ja. Und mit Knochenschaden. Ja. Und die... Keine Knorpel. Kein Knorpel. Ja. Zeigst du mal hier. Die. Das ist die Operation Sprunggelenke. Ja. Die Knorpelschädigung. Und da haben die Knöchel aufgemacht. Ja. Und dann haben die hier im Bauch, da haben die im Bauch geschnitten. Ja. Und dann sogenannte Knochenflüssigkeit rausgenommen. Ja. Ja. Und dann da eingesetzt. Ja. Und nach 3 bis 6 Monaten sollte besser gehen. Ja. Und zu damaligen Pech. Ja. Und heute zu meinem Glück, ja, ist nicht gegluckt. Ja. Weil sonst wäre ja nur eine Symptombekämpfung. Ja. Die Ursache war nicht das da. Ja. Die Ursache war wegen den Füßen. Ja. Und bloß die Muskulatur. Wie viel Mal operiert hier? Da ist 2 Mal operiert. 2 Mal. Wo? Ja. Einmal in Düsseldorf. Ja. In Kaiserswerth, ja. Und einmal in Heidelberg, ja. Das beste Klinik in, ja, Uniklinik Heidelberg. Ja, das ist ganz bekannt in, ja, Europa. Ja. Und, aber nie gebracht. Nicht gebracht. Dann wie lange hast du Schmerzen gelebt? 5 Jahre lang. 5 Jahre. Ja. Was hast du gemacht, liebe deine Frau? Ja, jeden Tag nach der Arbeit, er hatte wirklich sehr starke Schmerzen, aufgeschwollene, ja, Knöchel. Ja. Ich musste ihm ganz normal massieren, aber ich habe mitgekriegt, wie er stark gelitten hat. Ja, ja. Tagtäglich. Und du bei mir? Ja, nach dem ersten Mal, ja, konnte ich schon eine halbe Stunde spazieren ohne Schmerzen. Ja. Vorher nicht einmal. Ja. Und wenn ich von der Arbeit komme, ja, nach 8 Stunden Arbeit, ja, zu Hause Schmerzen, aber nicht diese Seite. Schmerzte viel mehr diese Seite, ja, ja, und dann auch ganzer Fuß konnte man nicht schlafen, mhm, also einschlafen Problem, mhm, ja, weil es brennte, ja, ja, und Frau gefragt, jeden Tag bitte meine Füße massieren, ja, und 10 Minuten Massage, ja, dann wenn ich innerhalb von die nächsten 15 Minuten einschlafe, ja, habe ich Glück, ja, ansonsten ist meine Frau eingeschlafen, ja, und ich mit Schmerzen weiter quälen. 15 Jahre so Schmerzen? Nein, 5 Jahre. 5 Jahre, genau. Entschuldigung. 5 Jahre. 5 Jahre. Ja. So, und dann auch hier MRT, ja, Röntgenaufnahme, nichts gefunden. Ja. MRT, nichts gefunden. Ja. Und alle Gelenke in Ordnung. Ja. Und dann zu Ihnen gekommen. Sie haben diese Seite zwar angeschaut, aber haben Sie gesagt, nee, das Problem kommt von der linken Seite. Ja. Ja, müssen wir die linke Seite beseitigen. Ja. Und nach 2 Monaten automatisch diese Seite alles weg. Ja. Alles weg, weil die Ursache für diese Seite, ja, ist nicht auf dieser Seite, ja, sondern auf der anderen Seite. Ja, so ist das. Das ist die Ursache. Ja, weil die neue Nervensystem. Ja. Du hast Elektronik studiert? Genau, ich habe Elektrotechnik, ja, okay, in Bochum studiert. Okay. Und dann habe ich sie immer gefragt, wie funktioniert das? Ja? Ja. Ich laufe durch die Gegend, in ganzen Deutschland gewesen, mhm, ja, keine Professoren getroffen und alle getroffen und keiner konnte mir helfen. Ja, dann komme ich nach Köln, ja? Sie sind ja auch ein Immigrant wie ich. Und sie heilen, oder beziehungsweise sie haben mich über die Füße behandelt. Mhm. Und das hat mich so gewundert, mhm, habe ich immer gefragt, jedes Mal in den 10 Malen, wie funktioniert das? Da haben sie das KSNS erklärt, die Grundlagen erklärt. Dann habe ich das Buch gekauft, 2 Mal gelesen, 3 Mal gelesen, verstanden, ja, das funktioniert wie Elektronik, wie Schaltkreise, wie Automaten, wie Hydraulik, ja, okay, die ganzen Durchflüsse, Temperaturen, Drücke, ja, ja, das ist alles hier, ja, ja, das ist nicht nur eine Pumpe, das sind so viele Pumpen, ja, das ist eine Pumpe, ja, Hauptpumpe, eine Pumpe, hier Pumpe, mhm, ja,
und dann auch Fragen gestellt, warum nicht Warenmuskulatur hier, nicht hier, ja, damit der mal saugen und schicken kann. Und alles in Pumpe, ja, ja. Warum die Venen auf der Hauptoberfläche sind, ja, damit man Wäsche waschen kann, damit man da gehen kann, zurückfließt das Ganze. Ja, habe ich verstanden? Weil du Elektronik studierst, darum versteht das. Ja. Und in Medizin, Maschinenbau nicht studiert, Elektronik nicht studiert, darum Maschinenbau, die Kraftverbindung, die begreife nicht. Und Elektronik, die Nervensystem ist wie genau wie Elektronik. Darum die Nervenkoordinationssystem begreife nicht. Darum die machen nur Symptome. Ursache ist ganz andere Elektronik, Nervensystemproblem. Die war das nochmal die Röntgen gemacht nachher? Nein, habe ich nicht gemacht, weil ich brauche das nicht, weil ich das weiß, dass ich keine Schmerzen habe. Ja, das dann ist das, das Knorpel gekommen. Aber interessiert mich jetzt mal gar nicht. Ja. Mich interessiert Schmerzen. Ja, aber keine Schmerzen, wie lange Jahre? Ja, seit 2 Jahren keine Schmerzen mehr. Was sagt deine Frau? Super, weil ich habe mit ihm gelitten. Ja, die Jahre. Genau, und ich bin sehr überzeugt. Zwei Jahre. Bis heute. Und er kann mit mir lange spazieren gehen, ohne Schmerzen. Ja. Er kann wieder das Kind tragen, ohne Schmerzen. Vorher, mein Kind war gerade ein Jahr und konnte sie nicht mal in den Händen tragen. Ja. Und dann auch draußen St. Martins. Ja. Und wenn wir mit den anderen Kindern rumlaufen, die Väter tragen ihre Kinder auf den Schultern. Ja. Und meine Tochter sagt auch, Papa, darf ich auch auf deine Schulter? Nee, Schatzi, das kannst du nicht. Mein Schmerzen, ich habe Schmerzen, ich habe selber Probleme zu laufen. Ich kann dich gar nicht tragen. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist es ist wunderbar. Dann ist das eine Bestätigung, Knopf wieder neu gebaut. Ja. Krass oder nicht? Ja, natürlich. Ja, das weiß ich jetzt. Ja. Das ist das. Da kannst du mal irgendwann mal einmal MRT machen. Ja. Hast du alte MRT, ne? Ja. Ja. Alte MRT, ja. 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 Da geht mal dein Haus aus, so. Ich mit einmal MRT. Ja. Dann noch bestätige, dass Knopf neu gebaut hat. Schmerzenfrei, weil Knopf neu gebaut. Ja. 2 Jahre. Und was machst du jetzt? Ich höre, dass du hast jetzt einen neuen Beruf. Ja, ich jetzt mache sozusagen nebenberuflich. Ja. Und weil ich das auch gelernt habe. Und dann habe ich auch meine Mama und auch geheilt. Hatte 15 Jahre lang Migräne, Bluthochdruck. Ja. Und jetzt ist mit 72 alle Medikamente weg. Und dann arbeitet sie 5 Stunden im Garten ohne Schmerzen. Und dann habe ich mit den Freunden angefangen. Und habe ich immer mehr Erfolg und jetzt habe ich über 30 Leute, die ich Probleme beseitigt habe. Bei einigen habe ich immer noch Probleme, die richtigen Nervpunkte zu finden. Und dann frage ich sie sozusagen, ja, wo da Probleme, und dann auch sagen sie auch ein paar Tipps, zum Beispiel, wenn sie auch Spritzer an Rücken mag oder über Akupunktur, wenn sie die Nerven beschädigt haben, dann ist es nerventaub, dann geht das nicht. Mhm. Aber ich hatte letzte Woche auch jemanden, der auch über 10 Jahre auf Rollstuhl und habe ich auch angesprochen, und dann kam er und komplett die linke Seite taub. Erste Behandlung, ganze Taubheit weg. Zweite Behandlung, hat er jetzt so viel Kraft wie seine rechte Bein. Und ich habe noch Hoffnung, dass ich in 3 oder 4 Male, dass er von Rollstuhl wegkommt. Und das ist meine Hoffnung. Und die Ärzte haben wohl ihm gesagt, dass die eine Entzündung im Rückenmark ist. Und er nimmt 2 Tabletten für die Entzündung, muss alle 3 Monate zur Kontrolle. Aber warum die ganze Zeit taub, die linke Seite taub, und warum die Zehen, die arbeiten auch die Rücken mal zusammen. Wenn die da nicht arbeiten, dann funktioniert hier die ganze Lendenwirbel, die ganze Wirbelsäule. Die Sensoriken kaputt. Ja, die Sensoriken kaputt. Ja, ja. Ja? Und ich massiert, gucke ich, ach, Durchblutung, Blut kommt warm. Der Patient sagte, oder beziehungsweise der Kunde sagte mir, am nächsten Tag könnt ihr noch gut merken, es ist richtig schön warm. Habe ich gesagt, lauf zu Hause, weil der Rollstuhl ist, lauf zu Hause, erstmal 5 Minuten, dann Ruhe, ja, glücklich sein,
Ja? Und dann versuchst du drei, vier Mal am Tag, ja, immer fünf Minuten gehen, also irgendwo halten und dann gehen, halten, gehen. Dem muss durch mehr Durchblutung, mehr Kraft und kommen. Und der ist so glücklich, der sagte mir, er ist wie neugeboren. Ja, und dann hat er auch seinen Sohn, 11 Jahre, der hat mich gefragt, was kannst du noch helfen? Ich sagte auch, fast viele chronische Erkrankungen, ja, die durch Nervendefekt sind und auch darunter auch Asthma. Und ja, der nimmt mit 11 Jahren schon Spray. Und die Ärzte haben wohl gesagt, Lungen verkleinert und müssen die jetzt sozusagen künstlich immer vergrößern. Sagte, habe ich erstmal, schaue ich immer die Füße. Ja, wenn jemand unbekannt kommt, schaue ich immer die Füße, ob ich Ansatz habe. Wenn ich da alles gut ist, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Kann ich nicht mehr helfen. Ja, habe ich Füße gekriegt, 11 Jahre, 10 haben gar keine Kräfte, überall Hornhaut, ja, Schuhe gerieben und sehr eng. Habe ich den Eltern gesagt, kauft dir neue Schuhe, ja, Nike Free, ja, mit 2 Nummer größer. Und dann einmal massiert und dann hier auch ein bisschen auch massiert, damit das dieses ganze Feld hier, damit der, deine Lungen größer wird. Ja, und jetzt freue ich mich jetzt diese Woche Freitag für die zweite Behandlung. Schön. Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Ja. Und auch, du machst jetzt die Berufe noch weiter, ne? Ja, ich, weil wir wollen ja auch, ich habe von Ihnen gelernt, ja, dass man die einfach die Menschen Schmerzen wegzunehmen, Menschen zu helfen. Ja. Und ich mache das auch, weil ich nicht reich werden möchte, weil ich habe auch in Ihrem Buch gelesen, man sollte auch, man muss auch die Füße von den Armen bis zum Millionär alle Füße anfassen und den heilen. Ja. Und als Arzt sollte man sozusagen kranken Menschen helfen, genauso wie ein Priester, der eine kranke Seele heilen soll. Ja. Aber das läuft nicht sozusagen, wie das sein soll. Ja. Ja, wir wollen ja alle Geld machen und das möchte ich nicht. Okay. Ich möchte Menschen helfen. Schön, schöne Einstellung. Danke dir. Ich danke Ihnen. Wir danken Ihnen. Danke. Wirklich sehr schön.